Und damit begrüße ich euch wieder zu einer neuen Aufnahme. Mittlerweile jetzt noch am selben Abend. Wir haben es jetzt schon Samstagabend, nee, Sonntag früh um 0:15 Uhr, um es genau zu sein. Und wir begeben uns jetzt hier mit dem Lift hoch. Und ich habe auch hier in der letzten Aufnahme hier aufgehört. Und ja. Da. Du hast es gefunden. Oh, Ellie, Baby. Ich wusste, du bist zu Sturm zu sterben. Captain, ist er das? Ja, das ist er. Isaac Clarke, es ist mir ein Vergnügen. Austin Buckle, Marco Ops. Und das hier ist Jennifer Santos, unsere kleine Lady mit dem großen Grips. Wenn sie wirklich das Markerskript dechiffrieren können, dann hat diese Mission vielleicht noch eine Chance. Isaac, danke, dass du gekommen bist. Als ob ich eine Wahl gehabt hätte. Ich weiß, tut mir leid. Aber ich habe dir so viel zu erzählen. Okay, wir müssen hier schleunigst verschwinden. Los, los. Nein, noch nicht. Isaac, wir müssen den Marker stoppen. Die Spur endet am Quartier des Admirals. Sie hat überall an die Wände Markersymbole geschrieben. Die Antworten sind da drin, ich weiß es. Wir können erst gehen, wenn wir wissen, was sie bedeuten. Dann überlass Isaac das Übersetzen. Wir gehen jetzt. Ich helfe Buckle, du Santos. Und los! Kümmer du dich um deine Crew. Die braucht dich mehr als ich. Ah, Kapitel 4. Asche der Geschichte, Quartier des Admirals. Oh, ja. Textlog, was haben wir denn da? Mal gucken, was wir da wohl so finden werden. Das System ist extrem weit entfernt. Jenseits aller Siedlungen. Es war immer riskant, blind hineinzufliegen. Aber wir hatten keine andere Wahl. Wenn wir diese Marke-Epidemie stoppen wollen, müssen wir ihren Signalen folgen. Wir müssen die Quelle finden. Oh, Entschuldigung. Santos hat eine Schockpack abgesetzt, damit die Eudora uns folgen kann. Und wir fliegen jetzt auf einen Trümmerhaufen im Orbit zu. Möglicherweise die Überreste einer alten Flotte. Während wir uns zu Aufklärungszwecken näherten, wurden unsere Schiffe von automatisierten Minen attackiert. Wir flogen direkt in das Trümmerfeld und konnten ein halbwegs intaktes Schiff, die CMS Roanoke, bergen. Sie hat keine Energie mehr, aber in ihrem Inneren befinden sich noch Luft. Ich habe Buckle ein Schnappnellstück herausoperiert und konnte seinen Zustand stabilisieren. Nachdem wir einen Notsender abgesetzt hatten, ging ich mit Santos los, das Schiff zu erkunden. Wir fanden heraus, dass man den Admiral in ihrem Quartier eingesperrt hatte, da sie offensichtlich wahnsinnig geworden war. Als wir die Tür zu ihrem Zimmer aufbrachen, entdeckten wir eine komplexe Aufzeichnung dieses militärischen Expedition. Der Admiral wusste etwas über die Marke und ihre Verbindung zu diesem Planeten. Allerdings ist alles in Marker Krauterwelsch geschrieben. Ich kenne nur einen Mann, der das infizieren könnte. Ich hoffe nur, dass Robert ihn findet und der Schockbug wie geplant folgt. Wenn er nicht wird, unsere kleine Gruppe entweder verhungern oder ersticken und die Menschheit wird aussterben, während die Marker sich immer weiter verbreiten. Okay. Entschuldigung für den ganz kurzen Textunterbruch. Ist ein bisschen blöd geschrieben gewesen, muss ich sagen.
Okay, hier oben haben sie sich also versammelt. Nach so langer Zeit. Jetzt frage ich mich natürlich schon, ne? Wenn wir jetzt versuchen, das zu verhindern. Lass mal kehren. Ich kann das nicht einmal aufheben. Weil mein Inventar voll ist. Oh. Okay, jetzt haben wir noch Plasmakern. Was haben wir hier noch? Wir könnten eigentlich einiges mal an Medipacks in den Safe tun, dass wenn wir keine Medipacks haben, zum Beispiel. Safe, und zwar könnten wir das alles. Warte, wir tun noch ein. So, genau. Können wir das nämlich so lassen? Ah, ich wollte eigentlich sowieso noch. Ja gut, egal. Das macht ja nichts. Wir haben ja eh noch genug hier. Genau, hier ist noch etwas. Hm, hier ist noch Munition. Hier auch. Da war so ein Plasmakern. Aber sonst haben wir hier nichts mehr, hä? Und hier haben sie sich schlafen gelegt. Boah. So, aber sonst haben wir hier nichts, hä? Nee, sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir noch schnell auf unsere Bank. Da müssen wir ja eigentlich noch so ein paar Sachen machen. Und zwar... Waffen upgraden. Nee, warte mal, nicht upgraden. Waffen... Denn die... Haben wir jetzt noch so einen Plasmakern, ein Tool zum Schneiden, das ionisierte Plasmabrennstoff abfeuert. Aha, okay. Gut, was haben wir sonst noch? Wir haben noch Upgrade. Feuerrate, warte mal. Wie ist denn jetzt? Unteres Tool hat eine höhere Feuerrate. Das heißt, wir müssten das untere Tool... Nee, wollte ich jetzt nicht so machen, sondern das untere Tool hätten wir als Platine einsetzen müssen. Und zwar... Feuerrate hinzufügen. So. Okay. Dann lassen wir das mal so. Aber wie konnte ich denn jetzt auf den unteren Tool gehen? Objekte herstellen. Da haben wir noch so einen Munitionsclip und Medipack. Sind 20, wir haben 40, macht 43, das heißt, wir müssen noch mal eins herstellen. So, dann haben wir nämlich, ja, das langt. So, die Medipacks könnten wir eigentlich auch so lassen. Die größeren räumen wir mal weg und dafür mache ich noch einen kleineren rein. So, ja, wobei, nee. Machen wir das am besten so, dass wenn wir wieder Sachen finden, dass wir genug Platz haben. So. Pläne, hier könnten wir noch so Waffen herstellen. Ja. Lassen wir mal so. Jetzt will ich aber gar nicht mehr. Gut, das weiß ich gar nicht mehr, wie das jetzt war, wie ich auf den unteren Tool schießen konnte.
Oder hat er das automatisch gemacht? Das kann sein, dass er das automatisch gemacht hat. Naja, egal. Wir machen jetzt uns auf den Weg. Ja, eigentlich haben wir eigentlich alles, hä? Ich glaube, unten erwartet uns somit auch etwas Größeres. Es passiert im Moment so viel. Also Norden, ja? Das ging ja schnell. Das Ende der Welt steht bevor und du denkst nur an uns? Verdammt richtig, ich habe dich nie aufgegeben. Nein, du hast die Welt aufgegeben. Hey, dafür habe ich bezahlt. Oder findest du, dass ich noch nicht kaputt genug bin? Isaac, hier geht's um Leben und Tod. Ohne deine Hilfe sind wir geliefert. Also? Als ob ich eine Wahl hätte. Oh Scheiße. Du willst mich jetzt verarschen, oder? Aua, das tat weh. Scheißvieh, Alter, was ist denn das? Alter, was geht hier ab? Alter, Alter, was geht hier ab? Was ist denn das für ein Vieh, ey? Hallo? Das ist nicht mehr normal. Hey, 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 hey! Oh, oh Scheißvieh, Alter. Mistkrieger, Alter, du Mistvieh, ey. Alter, Mistvieh, Alter, die nervt hier ist. Wow! Und tschüss! Mach's gut! Was geht denn hier ab, Mensch, zum Teufel? So, jetzt kriegst du nochmal einen Stromschlag von mir, ganz einfach. Wenn ihr hören willst. Musst du fühlen, ganz einfach. Tschüss! Tschüss. Daneben halt so, ganz einfach. Hey, das nervt aber ehrlich mal. Machen wir es so. Und noch so ein kleines. So. Puh, du meine Fresse. Bitte runter. Hallo. Danke. Isaac. Ah, diese Blutflecken hier immer da. Aber wie konnte ich denn jetzt... Wie konnte ich denn jetzt den unteren Teil benutzen? Wie war denn das? Aber jetzt immer... Aha!
Aha, so war's so und so war's so. Aha, okay. Gut. Gut, das im Prinzip zu wissen. Das wollte ich mir eigentlich wissen, wie ich den unteren Teil benutzen kann.